Oh, der Sommer ist vorbei. Aber der Herbst hat auch seine guten Seiten, wie zum Beispiel Kastanien. Und die zeige ich dir jetzt mit Fimo als Brosche. Für die Blätter der Kastanie brauchst du 5 verschiedene Grüntöne. Die mische ich. Für die Kugel nehme ich die beiden Farben, für diese 3, für die 2 mittleren, für diese 3 Farben und für die letzte diese beiden Farben. Für den ersten Farbverlauf nehme ich das dunkle Grün und die Farbe 1 heller. Aus den beiden Farben mache ich den Farbverlauf. Ich rolle sie dazu 20 Mal auf Stufe 1 aus. Den fertigen Farbverlauf strecke ich bei Stufe 5. Mittig im Farbverlauf zeichne ich das Kastanienblatt auf. Dann schneide ich es aus. Für den nächsten Farbverlauf schneide ich die untere helle Hälfte ab und mische sie mit der nächst helleren Farbe. Wieder bei Stufe 1 20 Mal ausrollen. Wieder strecke ich den Farbverlauf bei Stufe 5. Wieder zeichne ich 2 Blätter auf, diesmal 2 Stück und schneide sie aus. Ich schneide die hellere Hälfte ab und mische diese mit dem nächst helleren Grün. Und wieder 20 Mal bei Stufe 1 ausrollen. Wieder wird das Ganze bei Stufe 5 gestreckt. Wieder zeichne ich 2 Blätter auf und schneide sie aus. Ich nehme die helle Seite des Farbverlaufs und mische diese mit dem nächst helleren Grün. Wieder rolle ich das Ganze bei Stufe 1 20 Mal aus. Bei Stufe 5 wird wieder gestreckt. Ich schneide die letzten beiden Blätter aus. Jetzt solltest du diese 7 Blätter haben, mit denen arbeite ich jetzt weiter. Nun zeichne ich die Blattstruktur auf und dann schneide ich das Blatt ein. Genau wie dieses Blatt behandelst du jetzt alle 7 Blätter. Ich nehme 7 verschiedene Kreidetöne und bepinsle damit die Blätter. Jetzt formst du die Blätter mit einem Dotting-Tool. Ich klebe die Blätter aneinander. Als nächstes arbeite ich eine Anstecknadel ein. Ich arbeite die Anstecknadel in das dunkelste Grün ein. Ich nehme Alufolie, in die Mitte lege ich meine Anstecknadel. Und darauf kommen nun die Blätter. Ich nehme die Fimo-Farbe Weiß und rolle sie auf Stufe 7 aus. Dann stelle ich die Pastamaschine auf Stufe 2 und rolle das hellste Grün aus. Ich nehme eine kleine Aluminiumkugel und packe sie mit dem Weiß ein. Nun packe ich die weiße Kugel mit Grün ein. Die Kugel steche ich jetzt mit dem Dotting-Tool auf. Anschließend forme ich die Zacken. Die Kugel schneide ich jetzt bis zum inneren Kern an. Dann gebe ich die Kastanie für 5 Minuten bei 120 Grad in den Backofen. Während das Ganze backt, kümmere ich mich um die Kastanie. Für die Kastanie nehme ich Schokolade. Für den Kern darauf nehme ich die Fimo-Farben Weiß, Gelb und Schokolade. Die 3 Farben werden miteinander vermischt. Auf die Kastanie lege ich nun meine helle Farbmischung auf und drücke sie mit dem Dotting-Tool fest. Dann verpasse ich der Kastanie eine typische Form.
Nach den 5 Minuten Backen nimmst du deine Kastanie und öffnest sie. In der Mitte entfernst du jetzt die Aluminiumkugel. Die Hälften fülle ich nun mit einem braunen Kern. Die Kastanie bekommt an der Rückseite einen Stängel. Ich setze ihn mit Fimo Liquid ein. Die Kastanie mit Stängel setze ich auf mein Blatt und drücke sie gut an. Dann nehme ich die kleine Kastanie und klebe sie mit Fimo Liquid fest. Das Ganze kommt jetzt in den Ofen. Nach dem Backen und Abkühlen lackiere ich die Brosche. Dann ist die Herbstbrosche fertig und bereit für den Einsatz. Du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen? Dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!